Ein Gespräch mit dem erfolgreichsten DXN-Networker in Europa. Mein Name ist Laszlo Kocho. Ein Mensch ohne volksverdummende, überredende MLM-Sprüche. Ich bin enorm stolz darauf, dass ich ein großes Netzwerk aufbauen konnte, ohne dass ich deshalb uneins mit mir werden musste. Ich konnte locker und freundlich mit den Leuten über Werte sprechen, die für mich sehr wichtig sind. Ich hatte die Idee, hier im Garten darüber zu sprechen, was eigentlich dieses Geschäft bedeutet. Was ist eigentlich MLM? Vielleicht können wir eine andere Seite für diejenigen zeigen, die jetzt nicht abdrehen, weil dieses Wort mit den drei Buchstaben gesagt wurde, sondern offen genug sind, einen anderen Aspekt davon kennenzulernen. Ich habe mich mit Online-Marketing beschäftigt. Ich hatte ein erfolgreiches Unternehmen, aber nach 7 Jahren wurde ich arbeitsmüde. Ich bin darauf gekommen, dass mein Unternehmen ohne mich nicht funktioniert. Ich muss jeden Tag reingehen. Ich habe mir ein freies Leben gewünscht, mehr Zeit für mich und die Familie. Ich hatte viele Anfragen von verschiedenen MLM-Möglichkeiten, aber ich bin nie beigetreten. Die Tätigkeit, die man in einem MLM-Geschäft machen muss, lag mir fern. Als mir dann die Suche nach einem freien Leben eine neue Richtung gab, ist auch die Möglichkeit des MLM aufgetaucht. Mir ist die Idee gekommen, was wäre, wenn ich mir mit meinen Erfahrungen im Online-Marketing ein großes Verbrauchernetzwerk aufbauen würde? Sehr fokussiert begann ich zu suchen. Ich habe sehr viele Network-Marketing-Unternehmen gründlich geprüft. Ich habe ausgezeichnete Firmen mit hervorragenden Produkten kennengelernt, aber ich hatte immer das gleiche Gefühl, dass diese Produkte zu teuer sind. Das war also mein erstes Problem. Das zweite war, dass diese Firmen etwas kommunizierten, was ich nicht eingehen wollte. Ich meine nicht, dass gemeine Dinge oder nicht die Wahrheit gesagt wurde, aber ich wollte um jeden Preis authentisch sein. Also für mich war nicht nur das Ziel wichtig, sondern ich wollte mich auch unterwegs wohlfühlen. Ich wollte jede Minute des Weges dazu stehen. Ich drücke das meistens so aus, dass ich ohne Volksverdummung arbeiten mag. So hat also alles angefangen und ich musste sehr lange suchen, bis ich die richtige Firma fand. Mit Network Marketing hatte ich grundsätzlich kein gutes Gefühl. Ich habe gesehen, dass das Geschäftsmodell ein funktionierendes Modell ist. Aber wenn man 10 Leute über MLM fragt, lehnen 9,5 davon es absolut ab. Auf der Suche konnte ich das Problem objektiv als Außenstehender prüfen. Ich konnte sehen, dass die Leute nicht mit dem MLM selbst Probleme haben, sondern sie hatten ein negatives Erlebnis mit MLM. Sie haben grundsätzlich nicht das Problem, dass sie nicht erfolgreich geworden sind, sondern dass sie Geld damit verloren haben. Und wo kann man im Network-Marketing Geld verlieren? Ich meine auf 3 Gebieten. Das erste ist ein teures Eintrittspaket, welches ich mir kaufen muss, um ein Teil des Geschäftes zu werden. Hier kann ich Geld verlieren, wenn ich nicht erfolgreich werde. Das andere sind die Ausbildungen. Ich sehe viele Network-Marketing-Firmen, die eher als Bildungsinstitut fungieren und von teurer Ausbildung profitieren. Hier kann man auch Geld verlieren. Und natürlich auch bei den Betriebskosten wie Telefonie und durch Reisekosten kann man auch noch Geld verlieren. Ich habe mir gesagt, der wichtigste Punkt für mich, um ein Geschäft aufzubauen, ist, dass die Leute dabei kein Geld verlieren können. Ich musste unbedingt eine Firma finden, die keine teuren Eintrittspakete hat. Ich musste aufpassen, dass die Ausbildung gratis ist. Online-Marketing hat zum Glück den riesigen Vorteil, dass man alle Schulungen online machen kann. Und somit fallen die Kosten für Reisen und Telefonate weg.
Also das war sehr wichtig für mich, eine Firma zu finden, mit der ich so zusammenarbeiten kann, ohne dass meine Downline Geld verliert. Heutzutage sieht man, dass Network Marketing dem Showbusiness ähnelt. Die Betonung liegt auf riesengroßen Versprechungen und der Motivation. Ich dagegen hatte mir ein von zu Hause aus Geschäft vorgestellt. Ich habe fest daran geglaubt, dass man ein MLM-Geschäft auch anders machen kann. Wenn mich jemand mit dieser Art von Geschäft angesprochen hat, habe ich immer gesehen, dass er darüber redet, warum es für mich gut ist. Warum das Produkt für mich gut ist und warum die Geschäftsmöglichkeit für mich gut ist. Ich meine nicht die Überredung, sondern die Informationen über das richtige Network-Marketing-Geschäft. Ich habe unser Geschäft so aufgebaut, weil ich immer darüber gesprochen habe, warum es gut für uns ist. Warum ich es angefangen habe, warum ich diese Produkte benutze. Die Leute entscheiden dann selbst, ob sie auch diese Produkte ausprobieren möchten und ob sie auch ähnlich arbeiten möchten. Also für mich ist wichtig, nicht mit jedem zusammenzuarbeiten, sondern nur mit denjenigen, die ähnlich wie ich denken. Das MLM-Geschäft ist ein sehr allgemeiner Begriff. Viele Pyramidensysteme missbrauchen ihn. Viele geben folgende Versprechung: Pass auf, bringe 2 Leute und dann wirst du Millionär. Ich meine aber, dass richtiges MLM bedeutet, ich bin mit einem Produkt zufrieden und sage es anderen weiter, auch wenn ich nicht umsatzbeteiligt wäre. Wenn er mir glaubt und es ausprobiert, weil es für mich gut war, dann funktioniert es. Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Der Weg ist nicht ganz gerade. Auch ich habe den Fehler gemacht, weil ich dachte, gefunden zu haben, was ich suchte, und ich wurde begeistert und motiviert. Ich habe nicht alles geprüft, was man normalerweise prüfen müsste. Ich halte mich nicht für einen MLM-Söldner, mir ist die Firma wichtig und das Produkt. Ich habe mir gesagt, mich interessiert nur so ein Produkt, welches die Leute auch ohne MLM kaufen würden. Das heißt, wenn wir das Geldverdienen vergessen würden und das Produkt mit der gleichen Qualität und dem gleichen Preis in einem Supermarkt anbieten würden, dass es auch dort im Einkaufswagen landet. Noch dazu habe ich ein Produkt gesucht, welches die Leute brauchen. Also ein Produkt haben, wofür wir nicht erst Marktforschung betreiben müssen, weil du nicht weißt, ob das Produkt gebraucht wird. Als ich das erste Mal auf Ganoderma-Kaffee gestoßen bin, habe ich mir gesagt, das ist es. Die Leute brauchen das, man muss nicht darüber sprechen, ob du Kaffee trinken willst oder nicht. Du musst nur entscheiden, ob du einen anderen Kaffee probieren willst oder nicht. Die erste Firma, die ich fand, war leider nicht seriös. Zum Glück war das gleich am Anfang klar. Dann setzte ich mich hin und sagte mir, her mit allen Marktteilnehmern, ich will alle Produkte von allen Mitbewerbern sehen. So habe ich DXN gefunden und aus der Ferne sah es so aus, dass DXN die beste ist. Aber das war für mich nicht mehr genug, sondern ich sagte mir, ich sehe mir diese Firma mal genauer an. Das war im Sommer 2008, als ich nach Malaysia reiste, um die Firma persönlich zu checken. In den MLM-Büchern steht geschrieben, was man alles prüfen soll, wenn man eine Firma auswählt. Wie alt ist sie? Ob sie eine eigene Herstellungskapazität hat? Ob sie Führungskräfte hat, die von Anfang an dabei sind? Wie oft der Marketingplan geändert wurde und so weiter. Alles hat so ausgesehen, dass DXN die Firma ist, die ich suche. Ich bin nach Malaysia gereist, um darüber persönlich Bescheid zu wissen. Als ich alles gesehen hatte, sagte ich mir, okay, dann geben wir Gas. Eine winzig kleine Herausforderung war, dass die Firma noch nicht in Europa war. Ich musste sie also herbringen. Ich musste als Erster über diese Möglichkeit sprechen. Das ist offensichtlich nicht so einfach, weil viele irrtümlich glauben, dass in einem MLM-Geschäft diejenigen am meisten verdienen, die damit anfangen. Das ist nur für die Pyramidensysteme wahr. In einem Network-Marketing-Geschäft verdienen diejenigen am meisten, die am besten und erfolgreichsten sind. Als ich nach Malaysia gereist bin, hatte ich schon von 1-2 Firmen gehört, die die größten Ganoderma-Anbaugebiete der Welt haben.
Für mich war es sehr beruhigend, als ich im Touristenprospekt in Kuala Lumpur in der Halle des Hotels las und darin stand: Besuchen Sie das Ganoderma-Anbaugebiet der Firma DXN, das größte Ganoderma-Anbaugebiet der Welt im Land Kedah. Dieses Anbaugebiet ist offen und jeder kann es besuchen. Als ich aus dem Flugzeug stieg, sah ich darüber eine Werbetafel, dass DXN der größte MLM-Exporteur von Malaysia ist. Dieses Plakat wurde sicher nicht für mich aufgestellt. Es war sehr überzeugend für mich, als ich die Anbaugebiete und die Fabriken gesehen habe, die nach dem One Dragon-Konzept arbeitet. Das hat mir meine kritischste Frage prompt beantwortet. Das Konzept bedeutet, dass die Firma alles in ihrer Hand hält. Sie hat eigene Plantagen, eigene Fabriken, ein eigenes Verbrauchernetzwerk und eigene Vertriebspartner. Das ist die Garantie nicht nur für Qualität, sondern auch für den Preis. Ich kann also jederzeit beruhigt hier sitzen, wann auch immer eine neue Ganoderma-Kaffeefirma gegründet wird, weil ich weiß, dass keine andere Firma diese Qualität zu diesem Preis anbieten kann. Diese Preise für unsere Produkte gelten für alle. Also wenn ich ab morgen nichts mehr mit dem MLM-Geschäft zu tun hätte, würde ich mir diese Produkte trotzdem kaufen, weil ich diese Qualität für diesen Preis nirgendwo anders bekäme. Warum ich in diesem Geschäft bin, hat den einfachen Grund, weil es hier Kaffee gibt. Gesunden Kaffee. Ganoderma-Kaffee. Kaffee mit einigen Eigenschaften, die, wie ich immer sage, alles schlagen. Das erste ist, die Leute vergessen nie, ihren Kaffee zu trinken. Ich habe noch nie gesehen, dass sich jemand 11 Uhr auf die Stirn schlägt und sagt: Ah, hoppla, ich habe vergessen, meinen Morgenkaffee zu trinken. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass die Leute nicht auf ihren Kaffee verzichten wollen. Heutzutage hören wir immer wieder von der Wirtschaftskrise und dass die Leute weniger Geld ausgeben, aber das ist nicht auf den Kaffeemarkt zutreffend. Es kann also sein, dass man seine Arbeit verliert, aber der Morgenkaffee wird weiter getrunken. Noch wichtiger ist, dass man nicht nur Kaffeetrinker ist, sondern auch Kaffeegenießer und kaffeesüchtig. Sie können sich einen Tag ohne Kaffee nicht vorstellen. Sie halten an ihrem Kaffee fest. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die Ganoderma-Kaffee probiert haben, nach Ganoderma-Kaffee süchtig werden. Sie können keinen herkömmlichen Kaffee mehr trinken. Warum das so ist? Ganz einfach. Unsere Geschmacksknospen ändern sich. Wenn man beginnt, einen Kaffee ohne Geschmacksverstärker und ohne Zusatzstoffe zu trinken, einen Kaffee, der natürlich verarbeitet wurde und einen sehr effizienten Heilpilz, den Ganoderma-Pilz, enthält, dann gewöhnt man sich schnell an das Gute. Und wenn er einen herkömmlichen Kaffee, der verschiedene Zusatz- und Farbstoffe und noch viele andere wunderbare Dinge enthält, dann wird er einen Nachgeschmack fühlen. Das ist keine Versprechung von der Firma oder von mir. Das ist meine Erfahrung, die ich täglich sehen kann. Diejenigen, die beginnen, unsere Produkte zu verzehren, werden nach ein paar Wochen einfach keinen herkömmlichen Kaffee mehr trinken können. Das wichtigste Argument für dieses Geschäft war für mich, dass alle viele Kaffeegenießer kennen. Als ich noch die Wirtschaftsform Network Marketing prüfte, habe ich gesehen, dass die meisten schon bei diesem Schritt durchfallen. Im klassischen MLM ist der erste Schritt, dass dein Sponsor dir sagt: Wenn du ein großes Geschäft aufbauen willst, dann schreibe so viele Namen wie möglich von Leuten auf, die erfolgreich und ihr Leben ändern möchten, auf und lade sie zu einer Geschäftspräsentation ein. Dann komme ich und werde ihnen die geile Wahrheit erzählen. Ich habe oft gesehen, dass die MLM-Karriere oft schon hier zerbricht. Wen soll ich auf meine Liste schreiben? Welche Bekannten soll ich einladen? In unserem Geschäft gibt es so etwas nicht. Wir müssen keine Namensliste schreiben, weil uns eine wahre Goldgrube zur Verfügung steht, weil wir so viele Kaffeegenießer kennen. Andererseits aber, als ich das Geschäft studiert habe, habe ich bemerkt, dass viele nicht eintreten, weil sie sich nicht vorstellen können, erfolgreich zu sein. Sie treten nicht ein, weil sie nicht als Verlierer enden wollen und erfinden eine Ausrede, um sich nicht einzuschreiben. Der wahre Grund ist, dass er keine Ahnung hat, wen er zur Produktpräsentation einladen sollte. Ich sage immer zu Leuten, die noch unsicher sind, ob sie im DXN-Geschäft erfolgreich werden können:
Pass auf und schreibe mal alle deine Bekannten auf, die Kaffeegenießer sind. Du wirst sehen, dass du diese Liste nie fertig schreiben kannst. Also auch du eine große Bekanntenliste hast, die dich vielleicht nicht als Geschäftsmann kennen, mit denen du aber über deine Erfahrungen mit Ganoderma-Kaffee sprechen kannst. Ich habe schon gesagt, dass es sehr wichtig ist, keine Produktvorführungen zu machen, sondern von dessen Wirkung erzähle. Ich sage nicht, dass man in unserem Geschäft nur erfolgreich werden kann, wenn das Badezimmer und die Küche von anderen Produkten befreit wird und nur noch mit DXN-Produkten ausgetauscht werden. Ich sage immer, alle sollen die Produkte benutzen und verzehren, die er braucht. Wenn er meint, ein anderes Produkt wäre besser, dann soll er das verzehren. Der geschäftliche Erfolg kommt darauf nicht an. Der geschäftliche Erfolg kommt darauf an, ob ich völlig sicher bin, dass ich das, was ich verzehre, auch ohne mein MLM-Interesse verzehren würde. Das ist sehr wichtig, dass ich diesen Kaffee auch trinken würde, wenn ich nicht umsatzbeteiligt wäre. Das macht mich dann richtig selbstsicher. Das ist sehr interessant, weil ich dieses große Geschäft aufgebaut habe, ohne je eine Produktvorführung abgehalten zu haben. Ich meine, egal was ich über die Produkte sagen würde, es würde nach einem Staubsaugeragenten riechen. Eigentlich arbeite ich mit zwei Produkten. Erstens Kaffee, und wenn ich über Kaffee spreche, dann nur über meine Erfahrungen bzw. darüber, dass die Person nur eine einzige Entscheidung treffen muss. Also ob er dazu neigt, einen anderen Kaffee zu probieren. Also ob er das minimale Risiko auf sich nehmen würde, den Kaffee zu kosten und wenn er ihm schmeckt, vielleicht auch probiert, ob dieser Kaffee bei ihm auch so funktioniert wie bei mir. Mit dem Kaffee gibt es nur ein Problem. Er hat keine, in Anführungszeichen, guten Statistiken. Man kann auch manchmal jemanden finden, der kein Kaffeegenießer ist. Einige Forschungen zeigen, dass 83% der erwachsenen Bevölkerung Kaffeegenießer sind. Wir haben ein Produkt, welches viel bessere Statistiken hat. Wie einige Forschungen zeigen, waschen sich 99% der Gesamtbevölkerung täglich. Darum ist das andere Produkt, mit dem ich arbeite, die Seife. Wer keinen Kaffee trinkt, wird sich aber sehr wahrscheinlich waschen oder eine andere Alternative benutzen. Dies sind wahrheitsgemäß die beiden Produkte, die bei jedem funktionieren. Der Kaffee für den Kaffeegenießer und die Seife für den, der sich wäscht. Und jeder kann es ausprobieren. Beim Kaffee kann man den Unterschied nach 2 bis 3 Tagen fühlen, bei der Seife praktisch sofort. Mein Lieblingsspruch ist, ich bin nicht in diesem Geschäft, um zu sagen, dass der Kaffee gut ist, sondern weil der Kaffee gut ist, bin ich in diesem Geschäft. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich bin kein Lebensmittelingenieur, weder Arzt noch Naturheiler. Es ist also völlig egal, was ich über die Produkte sage, weil ich nicht authentisch bin. Ich meine sogar, dass es keine Rolle spielt, was ich sage, als vielmehr, was die andere Person damit erlebt. Jetzt möchte ich nochmals auf den Preis hinweisen. Zum Glück sind wir in der Lage, dass sich unsere Produkte jeder leisten und probieren kann. Niemand braucht an einem MLM-Vertriebspartner glauben, sondern an seine eigenen Erfahrungen. Und das macht mich unglaublich selbstsicher und locker. Wir sind sehr glücklich, weil die Firma Unmengen an Produkterfahrungen hat. Ich muss also zu keiner Zeit den Arzt oder Naturheiler spielen, sondern ich sage ehrlich, pass auf, ich kenne mich nicht aus, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß aber, dass es funktioniert. Und die Firma kann dir deine Fragen beantworten. Bei der Mutterfirma sind Ärzte und Naturheiler. Sie sind authentisch und wissen die Antworten auf deine Fragen und Lösungen für dein Problem. Ich bin kein Therapeut oder Heiler. Die Firma hat mehr als 100 Produkte. Sie decken viele Gebiete ab. Es gibt Lebensmittel, Nahrungsergänzungen, persönliche Hygieneartikel und kosmetische Artikel. Ich konnte dieses Geschäft so aufbauen, auch ohne alle Produkte zu kennen. Ich muss über diese keine Vorführungen halten, aber ich kann den Leuten sagen, pass auf, probiere es aus und triff deine Entscheidung nicht aufgrund des Geschäftes, sondern wegen des Produktes.
Das war für mich sehr signifikant, dass ich kein geschäftliches Netzwerk aufbaue, sondern ein Verbrauchernetzwerk. Ein Verbrauchernetzwerk gibt die Stabilität. Ich kenne viele MLM-Führungskräfte, die gut verdienen, aber ihr Monatseinkommen ist davon abhängig, wie viele neue Vertriebspartner sich mit einem teuren Businesspaket einschreiben. Das größte Versprechen des MLM ist aber das stabile, passive Einkommen, welches nur Stammkunden bringen. Verbraucher also, die unabhängig vom Geschäft die Produkte kaufen. Deshalb war es für mich sehr wichtig, ein Verbrauchernetzwerk aufzubauen und mein Schwerpunkt lag immer auf dem Produkt. Ich mag keine Zahlen. Es gibt einen Spruch: Wenn wir uns auf Zahlen fokussieren, dann gerät die Vision in den Hintergrund. Wenn wir uns aber auf die Vision fokussieren, werden die Zahlen in Ordnung sein. Als ich mit dem MLM zu beschäftigen begann, wusste ich, wenn ich es gut mache, dann werde ich sehr viel Geld damit verdienen. Mich haben die Prozente nicht interessiert. Ich habe den Marketingplan von DXN nicht auswendig gelernt. Ich habe ihn natürlich studiert und habe daraus die wichtigsten Informationen gesehen, dass es keine Verpflichtungen für die Vertriebspartner bestehen. Wow, ich habe endlich eine Firma gefunden, die ihre Vertriebspartner als Erwachsene behandelt. Sie will also nicht mit Verpflichtungen motivieren, wie zum Beispiel, wenn du nicht so oder so viel Umsatz machst, dann fällst du zurück, sondern sie sagt, kaufe so viele Produkte, wie du brauchst, baue dein Geschäft so schnell auf, wie du willst, und du wirst auch dementsprechend verdienen. Meiner Meinung nach funktioniert das Network-Marketing-Geschäft so. Wenn jemand von dem Produkt und dem Geschäft hört, dann hat er ein angenehmes Gefühl. Hoppla, ich kann mein Leben verändern, ich schaffe es. Ich kann erfolgreich werden. Das ist wirklich eine gute Möglichkeit. Offensichtlich können einige Firmen das mit professionellen Techniken erreichen. Im Allgemeinen dauert dieses Gefühl aber nur so lange, bis die Person wieder zu Hause ist. Sie spricht mit den Eltern, der Frau oder dem Mann und seinen Freunden darüber. Und diese werden ihm dann sofort verunsichern, dass es keinen Sinn macht und er dazu komplett unfähig ist. So funktioniert es allen im MLM-Geschäft. Wenn wir uns noch einmal daran erinnern, was ich am Anfang gesagt habe, dann ist es völlig normal, weil die meisten negative Erfahrungen mit dem MLM-Geschäft gemacht haben. Entweder sie haben selbst viel Geld damit verloren oder sie kennen jemanden, der damit Geld verloren hat. Und er will seine Verwandten davor schützen. Die Person steht im Kreuzfeuer und hat keine Antwort darauf. Das war auch bei uns so. Ich bin aus Malaysia zurückgekehrt und habe begonnen, in meinem Freundeskreis darüber zu sprechen, dass wir uns mit Ganoderma Café beschäftigen werden. Alle haben über uns gekichert, über diese blöde Idee. In Europa wird niemand Pilzkaffee trinken. Wenn ich über das Geschäft spreche, ich spreche auch darüber, welche die Argumente es gibt, die dafür sprechen, dieses Geschäft doch zu machen. Was kann man Zweiflern sagen? Das erste könnte sein, sich mit einem Produkt zu beschäftigen, welches die Leute brauchen. Der Kaffee ist ein Genussmittel. Ein anderer Grund ist, unser Marketingplan ist frei von Verpflichtungen. Man kann also kein Geld verlieren. In unserem Geschäft kannst du nur eins verlieren, deine Freizeit. Die Freizeit, die du in dein Geschäft investierst, sonst nichts. Du kaufst so viele Produkte, wie du brauchst. Du kannst deinen Netzwerkaufbau selbst bestimmen. Die Ausbildung bekommst du gratis übers Internet. Du verlierst also kein Geld. Es ist sehr wichtig, dass man kein Arzt oder Heiler sein muss, weil es bei der Mutterfirma professionelle Produktunterstützung gibt. In Asien hat man andere Regeln. Dort wird mit diesen Mitteln geheilt und DXN hat über 20 Jahre Daten auf Erfahrungsbasis. Also ich kann ruhig sagen, pass auf, glaube nicht meinen Erfahrungen, sondern frage die Mutterfirma in Malaysia. Sie wird es dir sagen. Zum Glück ist der Ganoderma-Pilz als wichtigster Bestandteil der DXN-Produkte kein neues Wundermittel. Wenn man im Internet danach sucht, findet man sehr viele firmenunabhängige Forschungsergebnisse. Außerdem gibt es noch ein wichtiges Argument für dieses Geschäft. Das ist die perfekte Logistik.
Man kann alles im Internet bestellen, mit Kreditkarte bezahlen und am übernächsten Tag ist das Paket schon da. Man bekommt also innerhalb eines Landes die Produkte absolut leicht. Diese Produkte haben alle nötigen Zulassungen. Für mich ist ganz offensichtlich die Online-Möglichkeit das Wichtigste. Die Online-Möglichkeit haben wir entwickelt. Wir haben ein Online-System ausgearbeitet, welches aus mehreren Elementen besteht. Es gibt eine Rekrutierungsseite. Das ist nicht nur eine Webseite, sie kontrolliert den ganzen Ablauf. Auf dieser Webseite kann man sich registrieren, kann Produkte bestellen und was ganz wichtig ist, die Mutterfirma erledigt die Auslieferungen. Ich muss also die Produkte nicht selbst versenden. Wenn jemand meine Webseite findet und ihm die Möglichkeit gefällt, dann schreibt er sich ein und die Firma bedient ihn. Wir haben also ein internationales Geschäft aufgebaut, denen wir unsere Webseiten zeigten und dadurch viele hochwertige Menschen aus verschiedenen Ländern gefunden haben, die inzwischen auch unsere Freunde geworden sind. Wir haben alles online gestartet. Hier könnte noch eine Frage auftauchen. Wie kann ich dieses Geschäft machen? Ich meine, das ist ein grundsätzliches Problem im Network Marketing, dass Leute probieren, ein Geschäft aufzubauen, in dem sie aber nicht authentisch sind. Im MLM gibt es zwei Sorten von Menschen. Der eine ist authentisch, der andere nicht. Wenn jemand nicht authentisch ist, dann kann er machen, was er will. Niemand wird sein Anhänger. Wenn jemand authentisch ist, dann kann er sogar lügen und wird trotzdem die Leute einschreiben. Es ist also sehr wichtig, authentisch zu sein. Im Online-Geschäft macht uns unsere Webseite authentisch. Jeder bekommt eine professionell gestaltete Webseite. In der Offline-Welt funktioniert das anders. Jemand kommt zu einem MLM-Seminar und am nächsten Tag beginnt er mit seinen Freunden über Zahlen und Boni zu sprechen. Er soll sich nicht wundern, wenn da niemand mitmachen will. Ich denke, alle können authentisch sein, wenn sie eigene Erfahrung mit dem Produkt haben. Auch wenn jemand keine Geschäftserfahrung hat, aber positive Erfahrung mit den Produkten, dann kann das niemand anzweifeln. Wenn ich also sage, ich habe kein Magengeschwür durch diesen Kaffee, dann kann mir das niemand nehmen oder daran zweifeln. Und diejenigen, die ein Magengeschwür haben, werden sich sicher dafür interessieren. Meiner Meinung nach kann jeder dieses Geschäft mit der eigenen Produkterfahrung aufbauen. Wir leben in einer Welt, wo es alle hassen, wenn ihnen jemand etwas verkaufen will, aber alle gerne einkaufen. Ich sage immer, wenn jemand lange überlegt, ob er anfangen soll, dann soll er einen ganz einfachen Test machen. Dieser Test sieht so aus. Ich spreche nicht über das Produkt, ich spreche nicht über diese Möglichkeit. Das kann jeder machen. Aber ich fange an, das Produkt in der Öffentlichkeit zu verzehren. Und ich spreche nicht darüber, also zum Beispiel am Arbeitsplatz. Ich trinke diesen Kaffee und ich spreche nicht darüber. Was wird passieren? Die Kollegen und Bekannten werden fragen, warum ich diesen Kaffee trinke. Und wenn das passiert, dann ist es sehr wichtig, darf man nicht in den Vorzeigemodus umschalten, den Produktkatalog und das Registrierungsformular herausholen oder die Webseite zeigen, sondern nur auf die Frage antworten. Pass auf, ich trinke diesen Kaffee, weil dadurch mein Magengeschwür weg ist oder es mir gut tut. Oder was eben meine positive Erfahrung wurde. Sehr wichtig, ich spreche darüber, warum dieses Produkt gut für mich ist, nicht warum es für ihn gut wäre. Wer keine Arbeitsstelle hat, ich habe einige Empfehlungen, wie er diesen Test machen könnte. Wenn er mit jemandem auf einen Kaffee zusammenkommt, soll er nur um heißes Wasser bitten. Alle werden fragen, warum er diesen Kaffee trinkt. Und nicht in den Vorführmodus umschalten, sondern nur die Fragen beantworten. Wenn man Gäste bekommt, bieten wir ihnen natürlich einen Kaffee an. Er soll seinen Gästen herkömmlichen Kaffee geben und selbst soll er den DXN-Kaffee trinken. Seine Gäste fragen dann, warum er diesen Kaffee trinkt. Ach, du weißt doch, dass ich nach diesem normalen Kaffee immer Magenweh bekommen habe und jetzt ist das weg. Und ihn wird das interessieren, wenn er selber dieses Problem hat. Also, sehr wichtig, nicht verkaufen, sondern zeigen. Dann würde er erleben, dass die Leute sich nicht für das Produkt oder für die Network-Möglichkeit interessieren, sondern vor allem für die Lösung des Problems. Das ist ein großer Unterschied.
Wenn jemand zu mir kommt und darüber jammert, dass dieses Geschäft nicht funktioniert, ich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass er zu viel redet. Er will alles erzählen, obwohl die Leute einfach nur wissen wollen, warum es gut für ihn ist und war. Das kann ich am besten zeigen, wenn ich über mein Beispiel spreche. Also nicht über ihn sprechen, sondern über mich. Warum ich dieses Produkt verzehre und warum ich mich mit diesem Geschäft beschäftige. Er wird dann selbst entscheiden, ob auch für ihn dieses Produkt wichtig ist. Ich denke, den größten Fehler, der gemacht wird und weswegen viele diese Vertriebsart hassen, weil vergessen wird, dass es noch ein anderes Leben außerhalb von Network Marketing gibt. Sie steigen also ins Geschäft ein und wollen alle sponsern. Allen wollen sie das Produkt zeigen, allen wollen sie die Geschäftsmöglichkeit aufs Auge drücken, obwohl es auch ein Leben ohne MLM gibt. Wir haben das damals für sehr wichtig gehalten, dass wir nicht alle Freunde sponsern wollen. Wir wollten auch nicht allen Bekannten diese Sache zeigen. Wir haben es natürlich nicht geheim gehalten, was wir machen, und diejenigen, die sich dafür interessierten, sind freiwillig mitgekommen. Wenn ich meine Freunde auf der Straße treffe, wechsle ich nicht die Seite. Das ist sehr wichtig. Ich denke, ein MLM-Geschäft sollte man nicht nur wegen des Geldes machen. Es gibt viel wichtigere Dinge. Man kann sich nur in einem Geschäft richtig wohlfühlen, wenn man sich mit den Werten der Firma und den Werten der Führungskräfte, die mit im Geschäft sind, identifizieren kann. Das größte Versprechen im Network-Marketing ist das passive Einkommen. Also es kann nicht schaden, wenn wir ein wenig beobachten, woher das Einkommen der Führungskräfte stammt. Stammt es aus den wertvollen Eintrittspaketen oder aus dem Verbrauch stabiler Stammkunden? Ich wünsche jedem, dass sie die Möglichkeit finden, die am besten zu ihnen passt. Ich sage immer zu meinen Teampartnern, dass Ergebnisse und Ziele zwar sehr wichtig sind, aber das Wichtigste ist doch, dass wir uns im Geschäft wohlfühlen.